Hallo und willkommen zu dem Video. In diesem Video möchte ich mal verschiedene Festplatten zeigen. Einerseits neue Festplatten, andererseits wieder aufbereitete oder reparierte Festplatten vom Hersteller. Der nennt die dann Recertified oder Refurbished und wie man die unterscheidet und wie man die erkennt. Hier links auf dem Tisch liegen drei Festplatten. Die sind kaputt gewesen und vom Hersteller wieder repariert, also recertified oder refurbished oder wie man das auch nennen mag oder wie der Hersteller das nennt. Und hier rechts haben wir zwei neue Festplatten, die noch nicht repariert wurden, die aber auch funktionieren. Das ist jetzt eine funktionierende Western Digital Platte, 1 Terabyte. Da ist auch nichts auffällig dran, sieht ganz normal aus und ist auch vom Hersteller so neu geliefert und die funktioniert auch. Und da kann man sich das Label mal angucken. Bei Western Digital steht hier oben dann die Größe, dann haben wir hier rechts die Modellbezeichnung, in dem Fall die WD10ECX, dann SATA, Cache und so weiter. Und hier hat es dann Herstelldatum und Spannungen und was es so alles braucht. Seriennummern sind hier auch angegeben. Das ist also eine neue, unreparierte Festplatte. Diese Western Digital Platte ist repariert, die ist nicht mehr original neu, sondern die war irgendwann mal defekt und wurde dann von Western Digital wieder instand gesetzt. Und wie man hier sieht, ist das Label schon ein bisschen anders. Das ist jetzt schwarz, muss aber noch nicht zwangsläufig heißen, dass es eine reparierte Platte ist. Aber hier oben steht es dann nochmal genau. Hier ist der Aufkleber nochmal in der Vergrößerung. Hier oben sieht man dann über dem SATA 64 MB Cache steht hier Recertified, also wieder zertifiziert. Das Wort repariert wird da nicht benutzt, aber wenn hier Recertified bei Western Digital steht oder auch zum Beispiel Refurbished, dann ist das eine Reparaturplatte. Das heißt, die Platte war mal kaputt und wurde von Western Digital wieder in Stand gesetzt. Also das ist eine reparierte Platte. Wenn Western Digital zum Beispiel hier so eine Platte repariert, dann kommt da eine Kiste zurück. Da steht es unten auch nochmal drauf. Dieser blaue Aufkleber, Recertified und so wird es dann angeliefert, sieht aus wie eine neue Platte, ist auch hier dieses Silikagel drin, ist auch original verschweißt, aber wenn man sich den Aufkleber mal genauer anschaut, da steht es dann auch wieder drauf. Die linke Platte hier ist jetzt die zurückgeschickte Platte, rechts ist dann die neue und hier ist die Größe, hier ist die Modellnummer und bei der zurückgeschickten reparierten Platte steht hier dann auch die Größe und hier die Modellnummer und über der Modellnummer steht hier nochmal Recertified, also diese Platte ist repariert. So sieht das in der Vergrößerung aus. Hier oben steht dann Recertified. Diese Platte ist also repariert und wieder zurückgeschickt von Western Digital. Bei anderen Herstellern ist das ähnlich. Hier gibt es eine Platte von Hitachi. Die ist auch nicht neu, sondern die ist repariert. Da hat es hier unten diesen Aufkleber. Bei dem Aufkleber der Hitachi-Platte hier deutet zuerst mal nichts auf eine reparierte Platte hin. Der ist erstmal ganz normal. Da stehen hier die Daten drauf, Seriennummer und Größe, Modellnummer und so weiter. Da ist der Aufkleber des Reparierten dann unten angebracht. Hier unten hat es dann einen kleinen Aufkleber. Da steht hier drauf Refurbished, also wieder aufgearbeitet. Diesmal nicht Recertified und der ist hier ganz klein unten drunter geklebt. Hier der Aufkleber nochmal in Vergrößerung, ist wie gesagt nur ein Aufkleber, also wenn den jemand abmachen würde, würde die Platte wieder wie neu aussehen. Das sind jetzt nochmal alle Platten in der Übersicht. Hier rechts die zwei sind neu, die sind nicht repariert und diese drei sind repariert bereits durch den Hersteller. Hier also Hitachi, ist auch eine Tochtergesellschaft von Western Digital, hier und da auch Western Digital. So eine reparierte Platte erkennt man, wenn überhaupt, hier nur an diesem Schriftzug Recertified oder Refurbished. Und das ist auch ganz klein geschrieben, nur 3 mm oder hier so 2 mm groß. Hier oben genauso, da muss man genau hingucken. Gerne werden solche wiederhergestellten Platten auch in externen Gehäusen versteckt. Also wenn man sich irgendwo eine externe Platte kauft. In einigen Fällen waren da schon solche Platten drin durch den Hersteller, die der repariert hat. Prinzipiell muss so eine reparierte Platte natürlich nicht schlechter sein als eine nagelneue. Der Punkt ist natürlich, man weiß nie, wie lange so eine Platte jetzt hier schon gelaufen ist, die repariert wurde. So Hersteller geben ja zwischen 2 und 3 Jahren Garantie momentan. Also kann sein, dass diese Platten hier schon eventuell ein Jahr oder vielleicht auch sogar 2 Dauerbetrieb hinter sich haben. Das kann der Hersteller natürlich ohne weiteres auch nicht mehr nachvollziehen.
Und man kriegt dann eine Platte, die natürlich eine entsprechend kürzere Lebenszeit hat.